Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prison Architect. Schön, dass du wieder dabei bist. So, schauen wir mal, was heute ansteht. Uns stehen einen letzten Anruf hatten wir, dass wir eine Infektionswelle hier haben. Irgendeine Krankheit breitet sich hier aus und wir müssen die irgendwie finden oder wie auch immer. Keine Ahnung. Wir werden mal sehen, was jetzt passiert. Ich weiß auch nicht, wo diese drei hier sind. Das gilt jetzt, wo es rauszufinden und dann soll ich die in Quarantäne stecken. Ja, leichter gesagt als getan höchstwahrscheinlich. Denn, ja, hier blinkt es ein bisschen. Ja, da kommt ab und zu Wasser an, ab und zu nicht. Oder wie, oder was? Ja, hier kommt auf jeden Fall keins mehr an, das habe ich auch verstanden. Naja, bisher scheint das ja zu funktionieren. Und ja, da muss ich irgendwie rausfinden, wo die sind. Und in der Zeit werden wir wahrscheinlich trotz allem noch unser Gefängnis ausbauen und die Tunnel hier wieder füllen. Ja, danke an Markus, der mir auch geschrieben hat, wieder wegen dem Tunnelsystem. Er wird es gar nicht mehr benutzen. Naja, so weit bin ich noch nicht. Also ich würde sagen, ich benutze es auf jeden Fall noch. Aber ja, mein Gott, wenn sie ausbrechen, brechen sie aus. Ne? Ist ja auch ihr gutes Recht, wenn sie das schaffen. Dann dürfen sie auch raus. So, wir schauen mal hier. Es sind noch ein paar Toiletten, glaube ich, die fehlen. Oder? Ah, okay, naja, die werden noch hingebaut. Die sind nur noch nicht drin. Hier genauso. Ja, da müssen unsere Bauarbeiter noch ran, sozusagen. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt mit den Infizierten in unserem Gefängnis hier. 24 Besucher auf Gelände in 9 Gruppen. Da ist. Die sind da? Nee, ich sehe ja niemand. Also ist niemand da. Aktuell. Ja, es ist ja auch gerade Schlafenszeit. Diesmal sogar gerade jetzt für alle. Das ist ja schon mal was. Und wir haben eigentlich mehr als genug Geld aktuell, um ein bisschen hier. Ah, hier ist kein Wasser. Guck an, da blinkt was. Das werden wir natürlich gleich beheben. Das wird teurer als 8 Dollar, wenn die Küche abbrennen würde. Und ja. Genau. Psychiatrische Sachen haben wir jetzt genug, hoffe ich erst einmal. Nee, haben wir nicht. Wir haben psychisch kranke 28 und psychisch kranke Häftlinge 27. Super, genau ein Häftling zu viel. Naja, schauen wir mal, wie es eigentlich mit der Einlieferung aussieht. Ich glaube, die habe ich letztes Mal ja nochmal gestoppt. Sonst kann man das hier auf jeden Fall schließen und das hier auch schließen. Höchste Sicherheit schließen wir auch. Und dann machen wir eine Vollbelegung. Dann sollen da halt nochmal welche nachkommen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, wir haben eigentlich genug Hunde. Wir schauen jetzt mal noch nach den Einsätzen und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie weiterplanen, dass wir jetzt auf jeden Fall auf 200 Insassen kommen. Und das wird erstmal wichtig sein, dass das hier fertig wird hier hinten. Hier kommt kein Wasser an, wie es aussieht. Wenn wir gleich mal reinschauen hier. Aha, wie sieht es da mit der Versorgung aus? Da geht das Rohr genau bis dahin, aber nicht weiter. Da fehlt genau ein Rohr. Warum auch immer. Hier aber auch. Und hier passt es, oder wie? Ja, hier scheint es zu passen. Hier auch, okay. Ja, da fehlt halt noch ein Rohr. Genau, jetzt haben wir die psychisch kranke Person, die wir nirgends unterbringen können, weil wir dafür keinen Raum haben. Sonst bauen wir hier unten einfach nochmal einen kleinen Block hin. Wenn machen wir das? So ein kleiner Block. Könnten es ja mal ausprobieren, indem wir das Klonentool bemühen und zum Beispiel die hier nehmen. Nee, das ist schon zu viel. Okay. Die hier nehmen. Ja, komm, dann bauen wir da nochmal ein paar Zellen hin. Dann kriegen die hier auch nochmal eine Versorgung. Da ist ein dickes Rohr. Okay.
Ja, mei, das passt jetzt, würde ich sagen. Erst einmal, dann setzen wir hier Rohre. Und hier für die Toiletten. Und dann fürs Warmwasser. Hier runter. Hier fürs Warmwasser. Und hier fürs Warmwasser. Und dann brauchen wir noch Strom. Für Licht. Strom für Licht. Lassen wir jetzt einfach mal hier runterfahren. Und einmal hier rein. Und einmal hier rein. So. So, dann passt das auch. Dann wird das eben hier auch noch gebaut. Und dann würde ich sagen, machen wir das nämlich so. Machen wir es hier gleich ein bisschen schöner. Machen wir hier und hier einen Zaun hin. Und hier eine Personaltür. Und dann machen wir da noch einen Blümchenboden rein. So, hier machen wir dann auch einen Zaun hin. Wir haben auch einen Zaun hin. Und dann erweitern wir noch den Weg direkt. Gehwegplatten. Bis hierher. Betonplatten. Bis hier runter und hier rüber. Und hier machen wir dann auch noch Wiese hin. Blumiges Feld. So, hier machen wir auch noch ein blumiges Feld hin. Ja, auch. So, dann hätten wir den Bereich schon mal ein bisschen netter ausgestattet. Genau, jetzt haben wir 12, okay. Ich weiß immer noch nicht, wo die sind oder woran ich das sehe. Dass die infiziert wären. Guck mal in unsere Krankenstation, da passiert nämlich gar nichts. Muss ich irgendwie vielleicht einen Arzt senden? Ich habe keinen Strahl. Ich schick den jetzt einfach mal hier rum. Die mal hierher. Die mal hier rein und den mal. Den haben wir auch noch. Schick mal von mir aus hier rein. Insgesamt infizierte Häftlinge 23. Ich habe keine Ahnung. Kein Strahl, wie das funktioniert. Mit den Häftlingen. Mit den Infizierten. Wie gesagt, ich sehe hier auch nichts, wo hier irgendwer infiziert sein könnte. Naja, schauen wir mal nach den Banden. Da haben wir nämlich Max 5 schon. Das ist gar nicht schön. Hier in dem Fall auch. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass die dann nichts übernehmen können. Bisher ist maximal einer drin. Ich muss die wirklich rumschicken. Okay. Dann geh mal du hier rein. Und du hier rein. Schade, dass die das nicht automatisch machen. Guck mal, hier haben wir jetzt einen mit einem ziemlich grünen Gesicht. Hier haben wir auch jemand mit einem grünen Gesicht. Und die sollen jetzt in Quarantäne. Ja dann, Aktion. Können wir die zur Krankenstation bringen? Das ist so Handarbeit dann. Bringen wir die halt mal zur Krankenstation, die hier auch. Und ob das überhaupt geht. Oder ob er das überhaupt macht.
Ja, jetzt haben wir natürlich da keinen Arzt, ne, weil wir die alle losgeschickt haben. Dann stellen wir halt einfach nochmal einen ein. So, sind die zwar zur Krankenstation eskortiert worden, aber es interessiert hier keinen. Doch, der rennt jetzt hinterher. Super. Oh Mann. Okay. Ja, dann auf jeden Fall. Um Gott, jetzt haben wir wieder alle. Jetzt haben wir die Einlieferung wieder geöffnet, ne? Jetzt schließen wir das erstmal. Jetzt können wir beim besten Willen na, mit der Infizierung keine gebrauchen. Mal du, geh mal hier rein. Du, geh mal hier rein. Du, geh mal hier rein. Mein Laden. Okay. Jetzt könnte es sein, dass wir dann einen Haufen wegsterben. Verstehe. Hätte ich die jetzt alle irgendwo einsperren sollen? Also alle in Arrest. Na, dann stecken wir doch alle in Arrest. Schicken Sie alle willigen Häftlinge zurück in Ihre Zellen, wenn Sie zu lange eingesperrt lassen, werden Ihnen die Häftlinge wütend. Okay. Einschließen ist eigentlich dasselbe wahrscheinlich. Nee, das ist Sofortverriegelung, das will ich gar nicht. So, jetzt muss er irgendwie gucken, dass wir die Infektionen hier in Griff bekommen. Jetzt geht's los. So, geh du mal da rein. Geh du mal da rein. Du da rein und du da rein. Quarantäne. Wie lange müssen die denn in Quarantäne bleiben? Das ist eine gute Frage, ne? Weiß keiner. Habe ich bisher auch noch nicht gehabt, den Fall. Aha. Betonboden. Kommen die da an? Die Ärzte? Oder sind die auf dem Weg und spritzen schon neue Leute? Das ist alles leer hier übrigens. Auch cool. Wir müssen uns die Zahlen irgendwie nebenher noch anschauen. Sag mal, 80. Jetzt ist er da reingegangen, aber interessiert ihn nicht. Na toll, jetzt aber. Okay. Jo, bitte wieder raus. La la la. Und was macht er? Läuft einfach nur rum. Das ist ja auch eine blöde Sache. So, gehen wir hier rein. Kriegen gerade schon ein bisschen weniger. Sie dürften nicht so lange eingesperrt sein. Das bringt ganz schöne Unruhe rein. Aber naja, wir haben jetzt eine Infektion. Covid-19. V2. Version 2 hier. Infektionsjagd. 63 nur noch. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Irgendwo werden die Ärzte schon irgendwas tun. Ich glaube, da hinten, da war noch niemand, oder? Oh nein, jetzt habe ich das weggedrückt. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, die bauen da jetzt weiter. Okay, jetzt ist hier irgendwo Stress. Ja, hier, die ist schon mal durchgedreht. Aber die Anzahl der Infizierten geht hier runter.
Das sollte doch eigentlich das Wichtigste sein, aber wir kennen das ja. Also ich habe auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Aha, da haben wir auch noch einen. Jetzt schauen wir mal hier, wie es hier aussieht in dem Trakt. Haben wir da gerade keine Infizierten? Doch hier. Was bringt der? Essen bringt der. Ach so, okay, ja klar, die müssen ja auch irgendwie Essen bringen. Immer noch 50 Infizierte, ja, das ist natürlich. Hier haben wir noch auf jeden Fall eine Infizierte. Hier haben wir noch eine Infizierte. Aber die können dagegen gar nichts groß machen, wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich jetzt heftigst steigen, der Unmut. Müssen die alle auf der Zelle essen? Geht immer noch runter. Geht runter, aber wir haben immer noch zu viele. Wenn ich die Zellen jetzt wieder aufmache, machen wir mal auf. So, ja, was ist denn mit der? Ach, die ist auch noch psychisch krank jetzt geworden. Toll! Okay, wir müssen hier. Komm raus hier, Arzt. Du auch. Du auch. Fehlen natürlich immer noch. Mal 47, jetzt geht's wieder hoch, verdammt. Ich muss die echt irgendwie jetzt schauen, dass ich das in den Griff bekomme hier. Spritzen hier zwar wie wild, aber das scheint nicht viel zu helfen. Das ist ja eine sehr interessante Lage. Ist eigentlich gut ausgesehen, aber die gehen halt nicht automatisch. Ja, die Krankenstation ist auch ehrlich gesagt noch nicht so effektiv, denn selbst wenn ich die jetzt in die Krankenstation bringe, gehen die wieder. Also solange die nicht todkrank sind oder eine schwere Verletzung haben, scheint da keiner Interesse zu haben, dich heilen zu lassen. Ja, okay, jetzt sind es 60. Ich meine, wir lassen das jetzt einfach so. Das wird jetzt nicht viel bringen. Ja, die können jetzt immer noch hier fröhlich spritzen. Ich weiß selber nicht, ob das was bringt. Wir schauen jetzt hier mal nach der Versorgung. Okay, das passt eigentlich. Und ja, hoffen, dass wir die Zahlen irgendwie über Nacht vielleicht loswerden. Die Kranken, also hier sitzen ja genug, die könnten eigentlich alle
Alle zum Arzt. Aber da will halt keiner, ne? Die Ärzte kommen auch noch rein und gehen wieder. Naja, schade. Scheint nicht so toll zu funktionieren. Da sollte es irgendwas anderes geben. Wurde jetzt auch gespritzt. Okay. Ja, wir können mal da noch in den Raum gehen. Scheint es ganz interessant zu sein. Ja, oder auch nicht. Einundfünfzig, 50, ja. Na gut, so ist das halt. Na, in dem Fall haben wir uns heute ja nur um die Infizierten irgendwie gekümmert. Jetzt rasselt es auf jeden Fall mal runter, das ist gut. Wir lassen das einfach so laufen. Wir holen jetzt trotzdem keine neuen Gefangenen, solange das hier so ist. Aber so lange können die auch hier weiter schön das ausbauen. Hier unten haben wir immer noch keine Mauer. Was sehr interessant ist, die ist immer noch nicht fertig. Hier unten mussten wir ja auch noch, oder mussten wir, wir haben hier jetzt einen weiteren paar Blöcke gebaut, dass wir hier einfach nochmal was haben. Jetzt sehe ich aber gerade, da ist bloß hier offen. Egal, das können wir dann später noch machen. Theoretisch hätte man das auch andocken können. Naja, werden wir sehen beim nächsten Mal, würde ich sagen. Okay, wir haben uns heute um die Infizierten gekümmert. Wir haben keine Zombie-Apokalypse bekommen, also nichts Aufregendes eigentlich, eigentlich überhaupt nichts Aufregendes. Schade, vielleicht hätten wir es einfach laufen lassen sollen. Hätten wir schon sehen können, was bei rauskommt. Naja, beim nächsten Mal wird es wieder spannender. Kann ich euch fast versprechen, muss ich euch fast versprechen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da, schenkt mir ein Abo, euer Dansicht und tschüss.